Hallo, wir sind Anne und Uwe und im Sommer 2020 haben wir einen alten Hof gekauft und waren voll motiviert, ihn bis zum Ende des Jahres zu renovieren. In den nächsten Minuten siehst du, was wir in den letzten 2,5 Jahren geschafft haben. Bevor es losging, musste das Grundstück erst einmal begehbar gemacht werden. Das größte Hindernis war das riesige Brombeerdickicht im Innenhof. Wo die Heckenschere nicht mehr ausgereicht hatte, musste die Sense her. Diese Arbeit war ziemlich schweißtreibend, hat aber unglaublich gut getan, weil man sofort schnelle Ergebnisse gesehen hat. Am zweiten Tag haben wir dann den Ziegelweg unter dem Dickicht gefunden und freigelegt. Dieser Weg sollte uns noch eine ganze Weile begleiten und einiges erleichtern. So Uwe, wie viel Spaß macht es auf einer Skala von 1 bis 10, diesen Rasen von den Betonplatten zu kratzen? 12. Natürlich ging es auch im Haus los. Die alte Tapete und Deckenverkleidung mussten weichen, damit wir erstmal sehen konnten, wo es eventuell Schäden gibt. Dabei kam auch heraus, dass unser Haus eine Mischung aus Fachwerk und Ziegelwänden ist. Für viele Arbeiten mussten wir erst die richtige Technik finden, bei denen uns nicht die Arme direkt nach 2 Minuten abfallen. Viele der herausgerissenen Materialien, wie zum Beispiel diese Holzverkleidung, haben wir schön eingelagert und dann später bei anderen Projekten weiterverwendet. Ich bin ganz happy, dass wir hier mal ein bisschen vorwärts gekommen sind. Ja, ich auch. Jetzt sieht es zwar schlimmer aus als vorher, aber naja. Vorhübsch kommt grässlich. Langsam sehen wir die ganzen Schienen. Schäden sollten noch einige zutage treten, doch ein Loch in der Giebelwand hatte uns von Anfang an Sorgen gemacht. Zu Recht, wie sich später herausstellen sollte. Haben wir jetzt Zimmer mit Ausblick? Hallo, heute ist Mittwoch und heute hat es mit dem Termin endlich geklappt, dass die Handwerker herkommen konnten und haben angefangen, unsere Giebelwand abzustützen. Die ist ja, weil die Schwelle unten nicht mehr existent ist, ziemlich sanierungsbedürftig. Und jetzt kommen Stützen drunter, 5 Stück. Und dann können wir anfangen, die Wand vorsichtig abzutragen und neu aufzumauern, Fundament angucken. Oh ja. Der Umbau der Giebelwand wurde also doch so umfangreich wie befürchtet. Dafür mussten wir erst einmal Fachleute zu Rate ziehen und das brauchte seine Zeit. Deshalb gaben wir Volldampf im Garten, um wenigstens dort weiter voranzukommen. Beete wurden angelegt und das erste Gemüse geerntet. Der alte Hundezwinger zum Holzlager umgebaut, denn eins war klar, wir brauchen mehr Lagerfläche. Ein Projekt sollte jedoch ganz besonders werden. Der einstiegsgefährdete Hühnerstall wurde zur Außenfläche. Da hält bloß noch die Gewohnheit vom Mauerwerk. Das Steineputzen wurde ganz schnell zur unbeliebtesten Arbeit bisher auf der Baustelle. Denn jeder einzelne Stein musste vom Mörtel befreit werden und das war teilweise gar nicht so einfach. Balken für Balken und Ziegel für Ziegel entstand so unser allererstes Werk hier auf unserem Grundstück. Im Herbst zog dann noch unser Katerchen Fufu ein, der unsere Herzen im Sturm eroberte.
Beim Ausräumen alter Häuser hofft man ja immer, ein paar Schätze zu finden. Hier ist eine Auswahl an Dingen, die man tatsächlich findet. Das neue Jahr begann direkt mit einem Einbruch. Zum Glück wurde nichts geklaut, denn Überraschung, in unserem alten Haus gibt's nichts zu klauen. Jedenfalls ging es dann endlich wieder im Haus weiter, denn wir wollten zum Ende dieses Jahres wenigstens einziehen. Ich bin hier gerade dabei gewesen, in der Küche die Fliesen abzukloppen und hier bei diesem Mörtel, ich weiß nicht, der sitzt bombenfest, da geht irgendwie gar nicht wirklich was runter, da müssen wir wahrscheinlich mit dem Stemmhammer ran, aber hier bei dieser Wand und hier bei dem Kamin, da ging das ganz gut und ja, natürlich kommt halt auch immer mal wieder ein bisschen was aus der Wand raus, also man muss schon ein bisschen vorsichtiger vorgehen, mal gucken, wie das dann bei der anderen Wand wird, wo wir mit dem Stemmhammer ran müssen, dass wir hier nicht irgendwas einstürzen lassen. Die folgenden Arbeitseinsätze widmeten wir dem Entkernen und Freiräumen. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take. Unser Haus ist mindestens 150 Jahre alt. Deshalb war es recht spannend, die neueren Einbauten herauszureißen. An einer Stelle haben wir sogar einen besonderen Fund gemacht. Ja, wir sind hier gerade am Anbau. Und jetzt kann man tatsächlich mal das alte Fachwerk sehen. Oh, schön. Ist ja wie so ein Zeitfenster. Aber das ist natürlich echt witzig. Witzig ist gut. Ist ja, also wie man es nicht machen sollte, ne? Also nicht einfach Steine reinschmeißen. Also, wie haben die das denn gemacht? Haben die da zuerst die Platte drauf gemacht und dann von oben reingeworfen oder was? Wahrscheinlich. Sieht ja fast so aus. Oh Mann. Tag 2 des Decke herausreißen. Uwe hat hier schon die Hälfte geschafft von dem Fach. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Und ja. Wie gut geht es so raus? Naja, der Anfang war halt ganz schwer. Man musste erstmal, obwohl ein großes Loch schon drin war, aber die waren so fest miteinander verbunden. Ja, jetzt sollte es relativ einfach gehen. Jetzt kann man die ja seitlich rausschieben. Ja. Und gucken wir mal, wie schnell es jetzt vorwärts geht. Ein wichtiger Punkt war noch die Wasserversorgung. Diese verlief bisher über das Nachbargrundstück, weshalb eine neue Leitung her musste. So, Montag. Der Bagger ist gerade angekommen und ich mache jetzt mal als erstes die Wurzeln raus, weil da komme ich ja später nicht mehr ran. Hier haben wir jetzt den neuen Hausanschluss direkt rein. Also Wasser und Strom konnte ich heute auch gleich die Kabel abholen. Die sind jetzt hier auch gleich mit drin. Hier habe ich die alte Wasserleitung getroffen, die Abwasserleitung. Dann muss ich da nochmal ein neues Rohr dann morgen einsetzen. Das mache ich dann aber so. Und jetzt geht es hier weiter, alles zuzubuddeln. Und ich bin schon fleißig dabei, dass wir den Bagger morgen früh gleich wieder abgeben können. Dann sparen wir uns einen Tag. Ein großer Schandfleck auf dem Hof musste noch weichen. Der schwarze Holzschuppen blockierte den Platz für den Gemüsegarten. Den wollten wir bis zum Frühling anlegen, damit wir das ganze Jahr über Gemüse ernten konnten. Ja,
gestern kam noch eine Spedition und hat mir noch ein nettes kleines Paket gebracht. Und ja, na dann gucken wir uns jetzt mal an, was da drin ist. In der Anleitung stand eigentlich drin, 12 Minuten aufbauen. Ja, wenn man die Räder natürlich falsch rum anbaut und sie dann nochmal richtig rum anbauen muss, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden, steht auch ziemlich stabil. Hier draußen muss ich dann noch ein bisschen was unterfüttern auf der einen Seite, aber ja, jetzt gucke ich mal ganz Dach ran und dann brauche ich dann nicht mit der Leiter rumkraxeln. Also da sieht man mal, wie tief die selbst mit dem Holzschuppen immerhin ein Fundament gemacht haben. Oh, noch um die Ecke gebogen. Ordentlich. Ja. Was wir noch vor uns haben, ist, diese Eulenstangen da rauszukriegen. Und die sind ja meistens auch ganz teuer rauszuholen. Stimmt's, Uwe? Ja. Über die letzten Monate hatten wir uns beraten lassen und einen Schlachtplan für die Giebelwand ausgetüftelt. Jetzt konnte es endlich damit losgehen. Der erste Schritt war, das schmale Fundament zu verstärken. So, jetzt kommt die letzte Schubkarre rein, oder? Vorletzte. Krass, wie viel in so ein kleines Ding hier reinpasst. Die alte Fachwerkwand war so marode, dass wir sie abreißen und neu bauen mussten. Die anderen drei Außenwände wurden in den letzten Jahrzehnten schon in Ziegelwände umgebaut. Deshalb entschieden wir uns auch für eine gemauerte Lösung. Jetzt Zimmer mit Ausblick. So sieht das Ganze von innen aus. Ganz schön abgefahren, dass hier plötzlich die ganze Seite aussieht. Meine Favoriten sind ja die schwebenden grünen Fenster hier. Fehlt ein Zentimeter zu viel. Die Porotonsteine lassen sich auch mal so gut schneiden. Ja, super, die breiten Dinger. Die Arbeiten an der Giebelwand zogen sich über Wochen hin. Damit wir zum Jahresende einziehen könnten, musste aber auch im Haus noch eine Menge gebaut werden. Ziegelbrennerei. Müssen wir mal gucken, wo die Brennerei war. Auch hier gab es einige marode Balken, die wir ersetzen mussten. Alle Schwellbalken waren hinüber, sodass wir neue Fundamente gießen mussten. So konnten wir auch den Grundriss noch etwas anpassen, damit die Zugänge zu den Zimmern sinnvoller verteilt sind. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. Es war abzusehen, dass wir dieses Jahr noch nicht einziehen würden. Also beschlossen wir, das Dach auch noch zu machen. Ja, von hier draußen kann man eigentlich schön sehen, wie marode der Schornstein da oben ist. Da ist auf jeden Fall, wenn ich mal ein bisschen ranzoome, einige Schichten lose und ja, das ganze Ding muss halt wirklich auf jeden Fall komplett weg.
Und so begann der Bauabschnitt, der den größten Tribut von uns fordern sollte. So oft es ging, holten wir uns Freunde und Familie zum Helfen ran und deckten das komplette Dach ab, rissen den alten Schornstein ab, verstärkten Dachbalken und deckten das komplette Dach wieder neu ein. Gestern haben wir ja noch die neue alte Treppe eingebaut und deswegen kann ich jetzt ganz normal nach oben gehen. Ja, so sieht dann eine Konstruktion aus, wenn man mitten in der Nacht im Stockduster nur mit Handytaschenlampe versucht, die Planen wieder aufs Dach zu kriegen. Und mir hat es nämlich, weil hier ordentlich Sturm war gestern und ich einfach noch aus Gefühl noch mal um 9 hierher gefahren bin und da gesehen habe, dass da sich schon die beiden Planen gelöst hatten. Und dann musste ich erstmal loslegen und ja, alles neu verlatten und wieder festziehen bei Sturm. Und ja, so sieht das dann halt aus. Machst du etwa Pause? Ja, ich habe mir gerade eine Liege gebaut. In 5 Tagen regnet es und schneit es. Wir haben keine Zeit für Pause. Ja, das stimmt. Zwei Tage vor Weihnachten nagelten wir noch bis Sonnenuntergang die letzten Latten fest. Am nächsten Tag war Schneechaos angesagt und so blieb das Dach erstmal den Winter über stehen. Zu diesem Zeitpunkt steckten wir schon 1,5 Jahre Arbeit in die Baustelle. Die Baustoffpreise hatten sich teilweise verdreifacht oder vervierfacht. Es gab wochenlange Lieferzeiten und so wuchs der Druck, bald einzuziehen. Unser Ziel für 2022 war also Mitte des Jahres auf die Baustelle zu ziehen. Die Frage war nur, wie weit wir bis dahin kommen würden. Ja, also das Fundament, der Fundamentstreifen hier vorne ist jetzt fertig und der kann jetzt in Ruhe aushärten. Also mit Stabilität hatte diese Wand eigentlich nichts mehr zu tun. Wir hatten gerade noch mal ein bisschen Lagebesprechung. Hier vorne soll ja unter den Hauptbalken noch ein großer Balken drunter als Stützbalken und dann hier auch noch mal drüber einer. So, mein erstes und letztes Maurerstück ist fertig. Ja, bei dem Sturm hat es leider hier unsere Plane vom Holz gerissen.
und die ganzen Rauschbohnenbretter ein wenig verteilt. Die Plane hat sich gelöst ein bisschen und da oben von dem Gerüst die eine Etage hat es rüber geweht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Es ist zwar noch ganz schön windig, aber es geht langsam wieder. Also wenn wir mal schauen, dass wir da hochkommen und heil wieder runter vor allem. Meine Fenster hat es wieder erwischt, aber gut, das war abzusehen. Denn der Wind steht genau hier so auf der Giebelwand drauf. Der Plan war zunächst, das Dachgeschoss einzugsfertig zu machen und dann das Erdgeschoss später zu renovieren. Dafür haben wir die Dachunterkonstruktion umgebaut, um mehr Platz zu gewinnen. Dann hieß es wochenlang Zwischendecken rausreißen, Balken aufdoppeln, Zwischendecken einbauen und Schüttung einfüllen. Einerseits war es gut zu sehen, wie alles Form annahm, aber diese Phase hat körperlich ziemlich geschlaucht. Da ist unsere Dämmung. Das Teil ist echt hoch. Mal sehen, wie wir das jetzt wirklich alles unterkriegen überall. Da sieht man es schon. Die Dämmung quillt jetzt überall in den Zimmern raus. Eieiei. Warum muss Dämmung so voluminös sein? Hier ist alles voll. Da ist alles voll. Oh Mann. Und Opa haben wir natürlich auch schon was hingebracht. Beziehungsweise Uwe. Ich bin der Ausdruck. Nicht toll. Sieht gleich ganz anders aus. Ja, und wie man sieht, in Echtzeit dauert das alles ein bisschen länger als mit dem kleinen Zeitraffer. Genug Aggression abgebaut? Ja, nein. Uwe, Statusbericht. Deckenfüllung fertig. Im Frühling ging es dann weiter mit der Dachdeckung, denn das sollte bis zum Umzug auf jeden Fall fertig sein. Wenn man jetzt hier so die Treppe hochkommt und da ist auf einmal eine Wand, das ist irgendwie sehr ungewohnt. Aber cool. Testen. Testen? Na dann mach mal. Ja, also man hört auch, der Durchlauferhitzer klickt schon, aber... Aber ist noch nicht angeschlossen. Licht ist noch nicht an der Steckdose. Wir haben Wasser. Das ist jetzt das erste Mal seit 2 Jahren, dass wir ein funktionierendes Waschbecken hier haben. Jetzt hatten wir noch knapp 4 Wochen bis zum Umzug und außer fließend Wasser im Bad war noch nichts wirklich einzugsfertig. Musik.
Eine Woche vor dem Umzug kam mir dann die rettende Idee, unten einen Raum für uns fertig zu machen, sodass wir oben das Geschoss nicht unbedingt komplett fertig machen müssen. Der Raum füllt sich langsam. Ich muss jetzt schon langsam schauen, dass die Kisten, die jetzt noch nicht ausgepackt werden, dass die erstmal in eine Ecke kommen, wo sie uns nicht stören. So kommt ganz gut voran mit dem Hausflur. Was meinst du, wie viel Schubkran haben wir noch vor uns? 4 oder 5. Hier oben ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und damit wir hier oben Platz haben, um den Fußboden zu verlegen, brauchen wir natürlich Platz. Jetzt steht hier alles natürlich immer noch rum. Da wir jetzt aber nicht mehr ganz so viel bauen müssen, können zum Beispiel die ganzen Hölzer hier weg. Die werde ich jetzt mal nach unten bringen und mal gucken, ob ich da einen Ort finde, wo wir sie gut wiederfinden. Die ersten 2 Reihen sind gelegt. So, jetzt kann ich das ganze Zeug, was hier in der Mitte steht, hier rüber stapeln, damit wir hier drüben weitermachen können mit den Platten. Anne ist hier gerade am Hartwachsöl auftragen und hat vergessen, das Fenster zuzumachen. So, mal gucken, ob wir da hinten mit der Latte rankommen. Klappt. Ja, wie ihr seht, es ist noch das absolute Chaos. Es ist jetzt hier wirklich nicht so, dass man hier direkt jetzt einziehen könnte. Die große Couch muss auf jeden Fall morgen beim Umzug hier hin. Also Uwe muss auf jeden Fall noch bis hier zumachen. Und ja, mal gucken. Uwe kommt ja, wie gesagt, auch gleich nochmal her. Und dann werden wir noch eine ganze Weile hier dran sitzen. Ja, Samstag, Umzug. Du bist viel zu enthusiastisch für 7 Uhr morgens. Bin ja auch schon seit 6:30 wach. Oh Gott, es halt auf einmal, wo alles weg ist. Ja. Ja, wir sind hier gerade am Computer einpacken. Mache jetzt nämlich nach für nach jedes Zimmer leer und dann... Ja, du machst das. Kann ich ja noch ein bisschen schlafen. Wir haben mal gesagt. Wir. Unsere Katze will raus. Unser kleines Katerchen kann irgendwie gerade nicht so richtig begreifen, was hier passiert. Auf einmal wird alles eingepackt, nicht nur ein bisschen. Oh, Flügelü. Alles gut? Alles gut. So, du kommst jetzt hier rum, genau. Ja. Das meinte ich mit drehen. Und jetzt rückwärts, rückwärts. Jede? Ja. Das Lina hat ein Haus gebaut für den Schrank. Genau. Die erste Nacht haben wir hier jetzt verbracht. Also es ist heute Sonntag. Die Katzen akklimatisieren sich auch langsam. Sie haben ja ihre Lieblingsplätze, haben wir ja alle mitgenommen und die nehmen sie auch weiterhin ganz gut an. Wie ihr seht, ist noch alles voll mit Kisten. Wir haben schon unseren Arbeitsplatz hinten aufgebaut. Das heißt, ich kann am Montag dann auch wieder ganz normal anfangen mit Arbeiten. Endlich! Und die Regale hier hinten sind auf jeden Fall total super. 2 unserer Katzen waren noch nie draußen, deswegen hatten wir ein bisschen Bedenken, aber sie haben sich super schnell eingewöhnt und jetzt klappt alles reibungslos. Tja, wie bist du denn da hochgekommen? Na, so, du willst jetzt als erstes die Dusche ausprobieren? Ja, ich will als erstes duschen. Ja, wir haben da jetzt noch so eine Plane vorgemacht. Damit man hier kommt man ja überall auf den Hof, damit die Leute nicht geschockt sind, wenn sie uns hier plötzlich nackt sehen. Tschüss! Nach dem Umzug war immer noch viel zu tun. Es fehlten noch Fenster, die Küche und das Bad unten. Sag mal, das ist jetzt aber nicht normal hier auf der Baustelle, oder? Wo
Ich habe mir da wenigstens ordentlich eine Gerüstbohle hingepackt und ja. Anne kletterte einfach nur auf dem Balken rum. Haben wir den Flur des Grauens. Aber wenn man reinkommt, ist der manchmal so zugestellt. So sieht das Ganze doch schon wieder ganz anders aus. Wow, das sieht ja sauber aus hier. Ja, ich glaube zum ersten Mal, seitdem wir den gegossen haben. Cool. Jetzt ist nur wieder die Frage, wie mache ich jetzt das Fenster zu? Ich glaube, ich werde von außen einfach nur den Rollladen versuchen runterzumachen, dass der komplett runter ist, und dann lasse ich es einfach bis morgen offen. Wir wollten noch so viele Wände wie möglich vor dem Winter verputzen, denn später würde der Lehm einfach schlechter abtrocknen. Dann ging es an die Küche, die zuerst in diesem kleinen Raum Platz finden sollte. Immer das Gleiche. Da ist man mal kurz einen Kaffee trinken und da ist hier wieder meine Katze durchgerannt, frisch durch den Beton. Naja, hier komme ich zum Glück noch ran, um das glatt zu machen. Das Ziel war, bis zum Geburtstag unseres Kindes den Ofen einzubauen für den Geburtstagskuchen. Blöderofen. Alles vorbereitet und dann ist der doofe Ofen kaputt. Ja, also ich habe jetzt 1,5 Stunden lang nur an diesem Ofen rumgeschraubt und geguckt, wo dran es liegen könnte. Ich finde keinen Fehler. Willst du jetzt wissen, wegen dem Ofen? Ja. Ja, na, wir haben es ja dann doch hingekriegt, dank einem netten Kommentar unter dem Video. Ja, so blöd kann man eigentlich gar nicht denken, dass man da eine Uhrzeit einstellen muss, damit der Backofen funktioniert. Aber ja. Dann, als ich es dann getestet habe, funktioniert alles gut und das hat es dann doch noch das geklappt. Witzige war ja, wir haben ja sogar die Uhrzeit eingestellt, dann danach, nach dem Video. Aber wir haben es nicht mehr getestet. Eine neue Haustür musste auch noch her, denn die alte DDR-Tür, die eingebaut war, hat dann doch nicht mehr dem Standard entsprochen. Später haben wir uns noch umentschieden und die Küche in das größte Zimmer verlegt. Dafür mussten wir aber wieder mal einiges umräumen und umbauen. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Zu spät. Zu spät, zu spät. 18.46 Uhr. Wir haben diesmal sogar die Uhr eingestellt, damit der Ofen auch funktioniert. Ganz genau.
Da es inzwischen November war, wurde es Zeit für eine Dusche. Es war ein tolles Gefühl, endlich wieder warm duschen zu können. Wir sind noch lange nicht fertig mit unserem Haus. Es war ein langer und anstrengender Weg, doch es hat auch viel Spaß gemacht. Egal, ob ihr ein Hausprojekt habt oder ein Zimmer, traut euch ruhig an Techniken ran, die ihr noch nie gemacht habt. Man lernt schneller, als man denkt. Inzwischen haben wir über 100 Bauvideos erstellt. Schaut doch mal rein, wenn euch das interessiert. Ein riesengroßes Dankeschön geht an unsere Zuschauer, die uns schon so lange begleiten. Ihr seid echt klasse. Wir freuen uns schon auf das neue Jahr mit euch, auf das alle Projekte gelingen und wir jede Woche motiviert zusammen starten können. Bis nächste Woche, Anne und Uwe.